Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Geist. Ich bin wieder euer Vane Let's Play und ja, wir scheinen hier in einem späten Endbosskampf festzustecken. Naja, festzustecken kann man so nicht sagen, also wir stecken ja nicht wirklich fest, aber go. Impressive. One ghost against an entire army. Ich lasse die Cutscene jetzt noch einmal durchlaufen und danach werde ich die immer überspringen. Such a lofty plan to fruition, even after my alterations. It would have been glorious, really. The land burning, the seas boiling, and your son blotted from the sky. Paradise! But do not think you have defeated, human. This project said was simply the most convenient means to an end. There are many ways to end this world. But first, I need to bring an end to you. Joa, an end to me. Ja. Besser mal in Deckung gehen. Nein. Ach ja, das war... Oh Gott, jetzt werden meine Daumen wieder wehtun. Wie war das nochmal? Nein, nicht so. Nicht die Taste jedenfalls. Ach so. Was passiert da, wenn ich da in die Mitte gehe? Au! Jetzt schießt der mich auch noch wieder ab. Verdammte Kacke. Ach so war das, okay. Ja. Aua. Oh, jetzt kommt er wieder mit seinen Raketen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich lasse mich lieber töten. Ja, komm. Ich lasse mich lieber töten, weil das bringt ja so nichts, ne? Wenn ich hier jetzt schon am Anfang kaum Leben habe. Und dann ein Medikit nehmen muss, weil das spare ich mir lieber für nächstes Mal auf. Nee, speicher mal nicht. Nee, ja, speicher dann halt doch, Mann, ey. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt praktisch direkt ein Medikit nehmen muss und dann später das Medikit mir an irgendeiner Stelle dann fehlt. Das bringt es ja irgendwo sehr wenig bis gar nicht. Und deswegen, ja, mache ich das lieber so und dann passt das besser. So, ja, Cutscene überspringen. Weiß ich mittlerweile auch, wie das funktioniert. So, den haben wir damit schon mal. Wenn er jetzt gleich nämlich schießt, muss ich ja eigentlich nur die Zeitlupe aktivieren. Den Schuss meine ich eigentlich nicht, sondern eher den anderen Schuss. Klappt das wieder? Yay, das klappt wieder, dieser Trick vom letzten Mal. Ja, da benutze ich den doch, weil ich meine, warum sollte ich das nicht tun, ne? Der Boss ist genauso unfair wie scheiße. Also bin ich auch unfair. Nein, was mache ich hier? Warum gehe ich wieder aus dem Körper raus? Das wollte ich gar nicht, ich wollte nachladen. Hi! Das ist total dämlich, aber naja, ich meine, ich glaube, ihr verzeiht mir wohl, dass ich das mache, weil der Boss ist halt schon ziemlich, ziemlich hart. Und so ein kleiner Trick spart da halt nur ein bisschen Frust. Und das ist, glaube ich, gut für euch und für mich. Deswegen, ja, ich kann ja die Zeit ein bisschen überquatschen, während ich mir so stehe. Und ich schätze mal, glaube ich, ab der Hälfte oder sowas war das doch. Oder gleich kommen sowieso wieder Geister. Da sind sie auch schon. Na, siehst du, da war er nämlich schon. Oh, fuck. Da ist er schon wieder. Der Behinderte. Oh.
So. Mal gucken. Ja, da ist es wieder. Das Muster. Sein Fliegemuster. Das heißt, praktisch ist es jetzt die ganze Zeit dasselbe. Immer an. Also bis das gleich nicht mehr funktioniert mit diesem Muster. Warten, bis er wegfliegt und dann. Ja. Das ist auch mal eine Idee eigentlich. Vielleicht kann ich ihm so noch mehr Kugeln reinjagen. Ich glaube, das bringt sogar was. Natürlich bringt das was. So kann ich ihm fast ein ganzes Magazin reinjagen. Heilige Scheiße. Ja, und das sind aber schon die nächsten Geister, aber die werde ich jetzt zum Glück schnell los. Und die Medikits waren doch, glaube ich, soweit ich mich erinnere, komplett Heilung, ne? Wenn ich mich da recht entsinne. Oh ne, ja, jetzt hat er sein Muster wieder aufgegeben. Und jetzt kommt wieder der harte Part. Aber das werde ich diesmal schaffen. Ich weiß gar nicht mehr, letztes Mal bin ich ja gestorben, ne? Aber was hat mich getötet? Ich glaube, das war einfach nur wieder mal so ein bisschen dieses, von mir, diese Leichtsinnigkeit. Ich habe nicht richtig aufgepasst und dadurch dann das aufs Spiel gesetzt. Den Sieg über ihn aufs Spiel gesetzt. Ich muss halt eigentlich nur diesen Raketen gut ausweichen können und mich nicht zu oft von seinem MG treffen lassen. Ja, das meine ich nämlich. Ach genau, ein Medikit gab es nur, aber das heilt mich komplett, also ist es mindestens ein bisschen fair. Ein Medikit, was komplett heilt, sehe ich zumindest mal als fair an. Deswegen, ja. Vielleicht kriegen wir ihn ja nochmal in so ein Muster rein, aus dem er nicht mehr rauskommt. In so eine Dauerschleife. Oh, da sind schon die nächsten beiden Behinderten. Wichser. Aber ich glaube, ja, das war es auch schon für sie. Boah, das war knapp. Oh, joi, jetzt geht er aber ab mit seinen Raketen. Jetzt ist der nicht mehr so chillig drauf. Wie am Anfang noch. Man hört auch manchmal gar nicht, wenn der die Raketen abschießt. Aber das ist noch nicht der letzte Endboss, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich mir sicher, dass das noch nicht der letzte Endboss ist, weil das wäre echt ein bisschen komisch, wenn man nur ihn besiegen müsste und das dann schon die letzte Instanz ist, sag ich mal. Da habe ich ein bisschen mit dem Controller verzogen. Aber es läuft ganz gut gerade. Wenn man sich seine und danach meine Leben anguckt, sage ich mal, ich wäre nicht gerne er jetzt. Ich würde mit ihm nicht gerne tauschen. Ich glaube, das war es schon fast. Ja, das war es. Alles klar. Es hat gespeichert. Was kommt jetzt, ist die Frage.
Okay. Sollte mir das jetzt sagen, dass er innerlich noch ein Kind ist, oder? Oh, jojo. Ah, ich kann nach links, nach oben und nach unten. Okay. Die Frage ist nur, wo muss ich hinschießen und was muss ich überhaupt tun? Okay. Ich gehe mal stark davon aus, dass das hier der letzte Endboss sein wird. Ich habe aber leider keine Ahnung, was ich tun muss. Ich krieg andauernd Leben abgezogen. Und weiß nicht, was ich tun soll. Vielleicht werde ich dafür eine Komplettlösung brauchen. Anscheinend sogar sehr dringend, ja. Wenigstens haben wir mal eine neue Todesanimation. Ja, speichern mal lieber. Dann muss ich nämlich nächstes Mal unseren Freund Alexander nicht nochmal neu machen. Alexander. Den Alex muss ich dann nicht nochmal neu machen und deswegen, das ist dann auch schon mal gut. Die Frage ist jetzt halt wirklich nur, wie kriegen wir den Wichser da platt? Ja, die Cutscene kennen wir. Die können wir also überspringen. So, das Gefühl, das hat irgendwas mit den Ringen zu tun. Weil man hört ja... Ich höre ja, wie ich ihm schade irgendwie. Wenn ich hier schieße, geht das jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt... Boah, warum stürze ich eigentlich immer so ab? Da zum Beispiel, hier sind Löcher. Da sind Löcher drin. Und wenn ich ihn dadurch angreife, durch diese Löcher, dann schadet ihm das auch. Aber... Das sieht nicht wirklich krass aus. Ja, ziehen wir mit einer Attacke die Hälfte der Leben ab. Finde ich super. Ich weiß gar nicht, wie ich der Attacke ausweichen kann. Ich verstehe das nicht. Hä? Ich check einfach nicht, wann der mich angreift, wie ich ausweichen muss oder was auch immer. Also, irgendwie ist das ein total komischer Boss. Ich weiß nicht. Die beiden Riesengolems waren irgendwie leichter. Das ist jetzt übrigens schon der dritte Boss in Folge, ne? Boah, Entschuldigung, ich musste gerade mal gähnen. Das ist jetzt echt schon der dritte Boss in Folge. Krasse Scheiße. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen verschnupft. Es tut mir leid. Anscheinend kann ich mit hoch und runter fliegen den Attacken von ihm ausweichen. Ja. Nein. Ach Gott, das ist mir zu doof. Warum fliege ich immer so scheiße hoch und runter? Fuck mich doch nicht ab, Junge. Kannst du nicht einmal die Höhe halten oder so? Da, ich weiß gar nicht, wann der mich trifft und so, wann der mich angreift. Alles Mögliche. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das mir irgendwie gerade hier nichts ausmacht. Ich weiß aber, wie man ihn töten muss.
Okay, jetzt weiß ich immerhin, wie man ihn tötet. Und dann kann er mich jetzt gerne nochmal töten. Und dann versuche ich es nochmal. Ja. Stürzt schon wieder nach unten ab. Nimm nicht so viele Drogen, dann stürzt du auch nicht so ab. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wann der mich angreift und wie ich da ausweichen muss. Weil man sieht einfach nichts. Man sinkt auf einmal 20.000 Meter im Boden ab. Und, keine Ahnung. Jedenfalls, naja. Ich weiß jetzt, wie man ihn tötet. Ich weiß es, zum Glück. Das heißt, ich muss nur noch herausfinden, wie ich seinen komischen Attacken da ausweichen kann. Ich kann auch nichts machen, so mit L oder R oder so. Das meine ich. Ich weiß nicht, was ich da drücken muss und was ich überhaupt machen muss dann. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt nicht wieder hochkomme. Da, ich verstehe es nicht. Ich check das einfach nicht. Obwohl vielleicht, ich hätte eine Idee, woran es liegen könnte. Ich hätte vielleicht eine Idee. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer so weit nach oben fliege, dass mich das dann runterzieht wieder. Dass ich nicht so weit nach hoch, also dass ich, nach hoch, genau. Dass ich nicht so weit nach hoch fliege. Das könnte es natürlich sein. Ich versuche das jetzt mal. Ich versuche mal, wenn er seine Attacke macht, irgendwie nach oben zu fliegen und dann direkt wieder nach unten, um sozusagen auszuweichen. Jetzt zum Beispiel hoch und dann wieder runter. Das bringt es sogar, dass es klappt. Gegenarbeiten. Hoch, 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 hoch. Und nicht zu weit nach unten. Das klappt. Nice. Nervig ist nur, dass ich die ganze Zeit den Knopf hier drücken muss, zum Schießen, und ich hier keine Löcher finde. Jetzt habe ich das noch. Okay. Ach, geh doch kaputt! Solange der nicht jetzt noch zusätzliche Attacken irgendwie dazu bekommt. Ja, genau. Das war jetzt völlig zurecht. Das kann ich irgendwie, den Attacken kann ich irgendwie gar nicht ausweichen. Das ist irgendwie unmöglich. Ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich ganz nach oben und fliegen oder sowas. Wenn ich ihn hier mal treffen soll. Hallo! Dieses scheiß Loch an manchmal. Flieg doch nach oben! Ich frag mich auch die ganze Zeit, kann man sich hier nicht irgendwie heilen wenigstens? Ich würde mich gerne mal heilen. Sind das vielleicht Heilpunkte? Ja, natürlich bin ich wieder tot. Weil er ja so viel gemacht hat auch. Schwierig. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie mache ich das? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein.
Ich werde doch die ganze Zeit nach oben oder nach unten gezogen. Das fuckt total ab. Ich verstehe auch nicht, wie gesagt, ich verstehe nicht wirklich, wann er mich trifft und wann nicht. Ah, warte mal. Hallo. Oh, ich hasse diesen Modus. Hallo? Ich würde gerne wieder was sehen. Dankeschön. Ja, also wie gesagt, bis zum zweiten Mal, wo er die Ringe verliert, schaffe ich es ja schon. Aber auch nicht weiter. Und ich weiß nie. Oh. Ja, jetzt zum Beispiel. Jetzt konnte ich mich einfach gar nicht bewegen. Ich konnte einfach nichts machen. Ich habe den Stick mal ein bisschen im Kreis gedreht. Das hat einfach nichts funktioniert. Vielleicht wird es ja diesmal was. Oh ja. Kann mir einer sagen, was ich hier machen soll? Ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, ich gucke mir gleich echt eine Komplettlösung an. Naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Guys. Ich bin euer Wayne Let's Play. Bis dann, ciao.